Hallo meine Lieben und willkommen zurück in Fallout 4 mit dem Verhaber DLC. Da ist der alte Longfellow und wo ist mein kleiner Dogmeat? Da bist du hier. Hi. Okay, und zwar folgendes. Ich bin ja jetzt hier irgendwie in der Nähe von diesem Wimpop-Fabrik. Und ich dachte mir, ich gehe nochmal zurück zu den Docks von Granberry Island, denn da ist ja nochmal das Rätsel. Denn ich habe ja in der vorletzten Folge, glaube ich, war das. Was habe ich denn da? Eine Karte gefunden. Warte mal, wie hieß die denn nochmal? Ich hoffe, ich finde die jetzt. Irgendwas mit Elizas Tagebuch, glaube ich, war das auch. Genau. Elizas Hauskarte. Genau, das war die hier. Und dort sind ja hier drei Generatoren, die ich ja aktivieren soll. Eine davon hatte ich ja schon erledigt. Die anderen beiden habe ich noch nicht wirklich gefunden. Und dann habe ich ja zwei Tagebücher von Eliza gefunden. Wobei ich die erst später lesen werde nochmal. Einfach zur Wiederholung. Genau, zu den Docks geht es jetzt da lang, richtig? Ja. Okay. Dann machen wir uns jetzt mal auf den Weg. Waffe ist gezückt. Fly Horizon Airlines, okay. Die fliegen wohl nicht mehr. So, es ist einigermaßen hell heute. Das ist schön. Oh, Elf Red. Okay. Was war hier? Pflanze? Ach so, okay. Schon raus hier. Ach so, alles klar. Ja, Longfellow hat immer noch sein Gerüst an. Sein Cassis oder wie das heißt. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, Momento. Jetzt habe ich keine Ahnung. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, Kronkorb und Railway. Seht ihr mal, das sieht man alles gar nicht, wenn es dunkel ist und so neblig. Heute ist wirklich gut. So, okay. Jetzt ist immer noch die Frage. Muss ich alles einsammeln? Oh, Elizas Tagebuch 3. Ja. 19. März 2077. Papa und Steve haben sich angeschrien, als sie heute Morgen nach Hause kamen. Ich weiß nicht, worum es ging, aber Papa hat zu ihm gesagt, dass wenn er die Pumpen nicht am Laufen hält, nicht nur die Rohre dicht machen. Ich wünschte mir, Steve würde einfach nur seine Arbeit machen. Ich hasse es, wenn sie sich streiten. Okay. So viel zum Tagebucheinträge lesen. Ist das ja eine Glühbirne? Was ist hier? Nichts. Ja, ich wollte ja die Tagebucheinträge nacheinander nochmal lesen. Das war wohl nichts. Okay, hier war jetzt ein Häuschen. Da war ich gerade drin. Eine Hundehütte für Dogmeat. Ich hoffe, er bleibt aber nicht hier. So, diesen Topf kann ich nicht nehmen. Aha, da ist noch ein Generator. Wir sollten uns bald einen neuen besorgen. Ja, können wir bald machen. So war ich hier, war das hier mein Ausgangspunkt sozusagen. Ja, genau, das läuft nämlich. Oh, habe ich die etwa liegen lassen?
gut, das ist also das Ding Nummer 3, also der Generator Nummer 3. Okay. So. Wartet mal. Aha. Moment, Strom. Vielleicht führt mich ja der Strom zu dem nächsten Generator. Wäre jedenfalls eine logische Schlussfolgerung. Ich speichere nochmal. Denn hier kann ich es ja. Aha. Guckt euch das mal an. Was? Sind hier wieder irgendwelche Kreaturen? Oh. Ja, definitiv, junger Mann. Redtisch? Gehört jetzt uns. Ich war Captain. Ja. So, jetzt lass uns mal hier nach diesem Generator gucken. Wie kriege ich denn dieses Mistding hier an? Bist du gar kein Generator, was man anmachen kann? Oder sehe ich da wieder was nicht? Hier vielleicht? Nein. Hallo? Kriege ich dich nicht an? Bist du gar kein zum Anschalten? Du doofes Ding. Oh, Aster. Okay, aber hier kann ich irgendwie nichts einschalten. Oder muss ich hier den Rohren folgen? Oder irgendwas anderes hier? Okay, die gehen auf jeden Fall ins Wasser, die Dinger. Tja, Leute, ich sehe das nicht. Aber der ist auch gar nicht mit Strom verbunden. Sehe ich das gerade richtig? Gut, dann gehen wir mal weiter. Vielleicht war das der ja auch gar nicht. Ah. Nee, wartet mal. Jetzt bin ich doch falsch rumgelaufen. Ja, so rum. Haha. Schon wieder die falsche Richtung. Hoffe ich zumindest. Nicht, dass ich jetzt in die falsche Richtung gehe. Ihr wisst ja, ich bin ganz schön verpeilt. Ah, hier, guck mal, da, da. Reifenspuren. Die man heute noch erkennt. Obwohl das Auto schon seit keine Ahnung wie lange da stehen müsste. Ach, das ist ein Wasserturm oder was? Oh, Cranberry Island Sumpf. Da ist noch ein Generator. Und hier. Ah. Elizas Tagebuch Nummer 4. 21. Mai 2077. Ich kam heim von den Docks, von Kisten, Stapeln und habe gesehen, wie Opa auf der Veranda saß und den Himmel angeschrien hat. Er hat Sachen gesagt wie, sie werden uns den Hof wegnehmen oder wir müssen verhindern, dass sie sich an unseren Rollen und Generatoren zu schaffen machen. Die Ernte steht kurz bevor. Uns wurde klar, dass etwas nicht stimmt. Als er nach Omas Tod auf einmal anfing, Nathan zu beschuldigen, dass er
sich an den Maschinen auf dem Hof zu schaffen macht. Jetzt muss er nur noch, dass uns die Regierung fertig machen will. Alles klar. Oh, da ist noch Kleber. Ja, hast du. So, Kabel reparieren. Neu verkabeln, 5 Intelligenz. Ab dafür. Ah. Ja, habe ich erfolgreich neu verdrahtet, denn ich bin ja ein schlaues Mädchen. So. Nummer 2 läuft. Sehr schön. Okay. So, wartet mal. Ich sehe hier, ich sehe hier durch diese... Büsche nichts. So, und jetzt muss ich wahrscheinlich da irgendwo hin. Okay, aber ich gehe jetzt erstmal hier ins Häuschen. Was ist denn hier Schönes? Elizas Tagebuch Nummer 5. 23. Juli 2077. Ich wünschte, Oma wäre noch da. Wir haben nicht so viel gestritten und Opa, naja, mir fehlt sie auch. Oh, ein Schaukelstuhl. Nimm mich mit. Oh, Jet. Okay. Na, komm schon. Hallo, Jet. Ich will dich haben. Geht nicht. Tja, keine Ahnung. Okay, Leute, bevor ich mich jetzt hier wieder verlaufe. Genau. Was ist denn da für ein Generator? Ist es der dritte vielleicht? Ich vermute mal... Ja, nicht. Okay. Also ich vermute mal, jetzt hier an diesem großen Teil kann man nichts machen. Dann... Was ist denn hier? Aha. Wow. Und was habe ich gehört? Diese Tür ist verschlossen. Ja, weil da ein Kabel lang geht. Okay. Und das Kabel geht irgendwo hier lang, oder? Ich hänge. Am Netz. Wie ein Fisch im Wasser. Elizas Tagebuch Nummer 6. 8. August 2077.
Wir haben gehört, wie Opa wieder über diese verdammte Regierungsfritzen geschimpft hat. Papa hat versucht, ihn zu beruhigen. Der ganze Hof ist versichert, das weißt du doch. Wir haben alles unterschrieben, als wir letzten Monat dein Testament aufgesetzt haben. Ich fragte Nelson, was es bedeutet, dass der Hof versichert ist. Aber er meinte nur, ich solle mir keine Gedanken machen. Es würde bedeuten, dass wir sicher sind. Er sagte, ich sollte mir mehr Sorgen um Opas Testament machen. Ich weiß nicht, wovon die da alle reden. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist ja nur ein kleines Mädel. So, das nehmen wir natürlich alles mit. Hier ist eine Laborwerkbank. Oh. Ja. Ja, Dogmeat. Was ist los, mein Großer? Okay. Gut, Kabel, keine Ahnung. So, jetzt muss ich aber immer noch diesen dritten Generator finden. Der dann wo ist. Wartet mal kurz. Okay, wow. Wo kommt der her? Lecker Leo. Oh, geht's dir schlecht? Hab ich ganz doll Aua gemacht. Ach Gottchen, eigentlich tut mir das ja schon wieder fast leid. Wartet mal. Schnell Waffe. Ach mein Gott. Ja, jetzt ist er tot. Ach Mensch. Aber ich habe mich schon erschrocken. Das muss ich lassen. Ach so. Ich dachte, das wäre gerade irgendwas anderes. So, wartet mal. Von wo bin ich denn jetzt gekommen? Ich habe mich wieder verirrt. Moment, Karte. Gut, den zweiten habe ich. Und jetzt der dritte Generator. Der macht mich jetzt bestimmt ganz fertig. Komm, dann rennen wir mal. So, von hier bin ich doch jetzt gekommen, richtig? Da ist was, ich will's haben. Rattengift. Ah, Longfellow singt wieder. Ja, genau. So, diesen Generator habe ich. So, wo geht's denn jetzt weiter? Aber von hier bin ich doch gekommen, oder? Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Jetzt wird es wieder neblig. Ich gehe noch mal kurz da. Genau, von hier bin ich doch gekommen. Ja, natürlich. Warum laufe ich denn jetzt wieder zurück? Okay, Kabel. Kabel geht da lang. Nicht zu sehr rennen, weil wenn ich dann jetzt wieder irgendwelche Gegner hier habe. So, jetzt ist die Frage, das Kabel hört hier auf. Das geht dahin. Aha, das geht da weiter. Was gibt es denn hier noch Schönes? Ich lasse mich wieder zu leicht ablenken. Aha. Ach so, hier war ich schon. Stimmt, ich erinnere mich. Gut, wartet. Also jetzt nicht ablenken lassen, Phantasiens. Das könnte noch nützlich sein. Ja, ich weiß. Na?
Achso, kann ich die gar nicht nehmen, den Aufsteller? Okay, also, Kabel weiter. Aha. Wow. Ging ja leichter als ich dachte. Unterhebelgewehr. Plus 50 Schadensresistenz beim Zielen. Okay. Verstrahltes Blut, Fäustfleisch und nukleares Material. Ah, guck mal, hier ist noch ein Generator. Ja, super. Ging ja leichter, als ich dachte. Gibt es hier auch noch irgendwie ein Tagebuch? Ja, hier, Elisas Tagebuch Nummer 7. 22. Oktober 2077. Wir machen uns gleich auf den Weg zu einer Halloween-Party auf dem Festland. Sie findet in Harleys Haus in Bar Harbor statt. Alle werden da sein. June, Ellie, Emmy, Jade, vielleicht sogar Gregory. Gregory, ach was auch immer. Eigentlich sollte Nathan mich fahren, aber keiner weiß, wo er ist. Er ist in letzter Zeit oft verschwunden. Ich glaube, Mama fährt mich jetzt. Ich kann es kaum erwarten, morgen in mein Tagebuch zu schreiben, was auf der Party passiert ist. Okay. Niedlich. Ach nee, warte, ich muss erst reparieren. Wo denn? Da oben? Ah. Oh je. Vier Schaltkreise, habe ich sowas? Okay, habe ich nicht. Dann nehmen wir das. Nein, meine Wahrnehmung ist nicht genug. Wartet mal kurz. Scheiße, komme ich hier jetzt nicht mehr weg? Nichts tun. Ich speichere erstmal ab. Ich versuche mal jetzt da irgendwas Metallisches reinzuschieben. Aha. Hat nicht funktioniert. Wahrnehmung 6. Jetzt bitte nicht. Nichts tun. Muss ich jetzt etwa Wahrnehmung skillen? Ich glaube, ich spinne. Eins, zwei, drei, vier. Oh nein. Ja, ist gut. Nur damit ich die doofe Quest jetzt erledigen kann. Nein, nicht speichern. So. Nummer 3 ist fertig. So, jetzt ist die Frage. Muss ich jetzt eventuell wieder dahin, wo ich gerade war, hier bei dieser komischen Tür? Naja, ich probier's mal. Das war doch hier an irgendeinem... War das hier? Ja, genau, es war, glaube ich... Ich weiß nicht, was mir mehr wehtut, mein Rücken oder meine Füße. Ja, das weiß ich auch nicht. War das hier? Ja, hier. So, ob das jetzt funktioniert, meine Lieben, hier an der Tür. Hier so.
Das sehen wir dann. Wartet mal, kann ich mich jetzt hier mal umdrehen? In ein Foto. Ach, das ist immer mit der Waffe doof. Wartet mal kurz. So. Genau. Okay, Foto gemacht. Ja, ob das jetzt funktioniert, werden wir in der nächsten Folge sehen, meine Lieben. Ob ich jetzt irgendwas hier wieder übersehen habe oder so ähnlich. Ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß mit mir hier zusammen. Und ich hoffe, ich habe mich nicht allzu blöd angestellt. Kleiner Scherz. Ja, und vielen Dank fürs Zusehen, für eure Kommentare und Likes. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann, ihr Lieben. Bye, bye.